Hey ho, Spiel, Spaß und viel Schokolade hier in unserem Fußballmanager 13 Let's Play mit den Zebras. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist der nächste Gegner TSV 1860 München und da er als erstes genannt wird, ist es ein Auswärtsspiel. Heißt, wir spielen in der Allianz Arena, eine wunderschöne Arena, besonders für die zweite Liga. Und wir müssen aufpassen, Benny Laut hat derzeit eine enorme Form. Ist mal auf seine alten Tage sozusagen. So alt ist er vielleicht noch nicht mit 31, aber trotzdem zeigt er eine unglaubliche Form. Und wir müssen natürlich mit Ranislav Jovanović ein bisschen aufpassen, der jetzt die Möglichkeit hat abzugeben. Weiter geht's, aber da ist Abseits. Naja. Unsere Mannschaft muss natürlich auch erstmal reinfinden in das Spiel hier und dieses schöne Stadion. Gut, also der Hooligan ist weg. 310.000 Euro hat er uns eingebracht. Knapp über dem Marktwert, aber immerhin. Wir versuchen infolgedessen unsere Mannschaft weiter aufzubauen oder können dann vielleicht nochmal auf Bura Bayram irgendwann mal zurückgreifen, falls wir da in Personalnöten sind auf dieser Position. Ranislav Jovanović haben wir da jetzt installiert. Das Silva gibt weiter auf Domovčiški, der hält drauf und da ist es passiert. Juhu! Ja, ich sag's euch. Ranislav Jovanović, erstes Spiel sozusagen für uns, außer natürlich in der Vorbereitungsphase. Soll jetzt hier Maurice Exlager ersetzen, hat alles auch jetzt quasi unser Vertrauen, dass wir in den Sätzen bestätigt und hat jetzt diesen Ball einfach mal reingeschoben. Ja, so das muss auch sein. Torriecher muss für einen Torwart oder für einen Stürmer vorhanden sein und wir führen gegen den, na, ich würde fast sagen, Favoriten. Brosinski jetzt mit der Chance, wird aber wieder abgefangen. Halfa, jetzt ist mal 1860 am Drücker, aber unsere Mannschaft passt derzeit definitiv auf. Schöner Pass zu Brosinski, ist aber abseits, ist klar. Ah, wie man sieht, der Jovanović fügt sich hier super ein in das Spiel. Dieser Pass ist natürlich auch sehr schön gespielt. Leider ein Tick zu früh gestartet, Brosinski. Unsere Mannschaft zeigt einfach, was wir von ihr erwarten. Frühe Tore, früh quasi den Druck nehmen und nach hinten defensiv gut arbeiten. Halfa jetzt nach Niku, der spielt in die Mitte zu Laut, der steht ganz frei und oh, Gott sei Dank hat der Wiedwald den Winkel verkürzt, dass der Laut quasi nur gezwungen war, an ihm vorbeizuschießen und das war leider dann das Aus. Ja, so ist es. Ich bin richtig guter Laune. Unsere Mannschaft führt sehr früh, zeigt jetzt auch eine sehr solide Leistung bis jetzt. Brosinski wieder zu Jovanović. Oh, knapp vorbei. Ja, das war schon nicht schlecht. Unsere Mannschaft zeigt einfach eine gute Leistung. Zeigt jetzt auch mal spielerische Qualitäten, worauf wir natürlich auch setzen wollen oder einfach aufpassen müssen. Halfa jetzt nach vorne, aber das war viel zu weit und der Wiedwald hat den Ball sicher. Der uns immerhin im DFB-Pokal und gegen SG Dynamo Dresden den Ball quasi oder uns weiter im Spiel hält, gehalten hat. Kern jetzt super schön durchgesetzt. Brosinski gefällt mir auch sehr gut. Boah, schön weitergespielt von Jovanović mit der Hacke. Wieder zurück auf Domovčiški war das. Leider haben wir verpufft unser Angriff, aber unsere Defensivabteilung, ach, passt natürlich auf. Brosinski wieder zu Domovčiški. Der mit einem Pass nach vorne wird aber abgefangen. Kann da aber nochmal stören und, oh, das hätte er sich versparen können, der Jovanović. Gibt aber keine gelbe Karte, Glück gehabt. Šukalo wieder auf Jovanović. Der macht bis jetzt ein gutes Spiel. Šukalo wieder zurück. Domovčiški auf den rechten Flügel, auf Brosinski. Der hat jetzt mal ein bisschen Raum. Auf Jovanović und der wird einfach mal umgehauen. Ja, wie wir gegen SG Dynamo Dresden natürlich festgestellt haben, haben wir da jetzt einen guten Spieler. Das Silva, der jetzt auch wieder hier die Chance bekommt, direkt am Strafraum sich auszuzeichnen durch einen schönen Freistoß vielleicht. Das Silva mit der Chance und oh, wer hätte das? Das ist ja nicht zu glauben. Das ist ja nicht zu glauben. Hämmert der den gegen den Innenpfosten? Drin ist es. Schaut's euch an. Unglaublich. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach 35 Minuten schon 0 zu 2 vorne liegen. Das kann was werden.
Unsere Mannschaft ist, glaube ich, perfekt eingestellt oder super drauf. Jovanovic gefällt mir immer besser heute. Auf Brosinski, der wieder auf Jovanovic, der gleitet direkt weiter zu Domovschiski. Wolze, der setzt auch mal die Chance. Einfach mal drauf. Und da ist es passiert. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Der hat auch mal die Chance. Das ist halt nicht zu glauben. Einfach mal drauf und da ist es passiert. 0:3 zur Halbzeit kann es hier ausgehen. Mein Gott. Unsere Mannschaft zeigt genau das, worauf wir eigentlich warten oder was wir auch irgendwann mal häufiger sehen wollen. Laut jetzt mit der Chance, aber der geht Gott sei Dank knapp am Tor vorbei. Jetzt können wir es nochmal sehen. Ja, war wohl ein Meter oder so. Das wäre es jetzt natürlich im Umkehrschluss leider auch gewesen. So bleibt es beim 3:0 für unsere Mannschaft zur Halbzeit. Vielleicht nochmal eine Chance. Ne, wird abgefangen. Sehr schön, da Silva. Gut reingerutscht. Weiter auf Šukalo. Der wieder zurück, da Silva. Der auf Jovanovic. Läuft ganz alleine auf den Torwart zu. Und wird wahrscheinlich, ja, wollte ich gerade sagen, steht leider 2-3 Meter im Abseits. Das wäre das wär's ja natürlich jetzt gewesen. Wenn der einfach, wenn wir schon zur Halbzeit 4-0 geführt hätten. Mein Gott. Ihr merkt, meine Mannschaft, wenn die natürlich perfekt oder sehr gut spielt, dann bin ich natürlich noch ein bisschen euphorischer hier bei der Sache. Dann macht es uns oder mir und euch natürlich sehr viel Spaß. Domoschiski wieder auf Jovanovic, der spielt wieder raus nach Wolze. Aber das Spiel wird erstmal angehalten. Wir gehen in die Halbzeitpause, führen 0:3. Das ist natürlich unglaublich. Macht es so, wie wir im Training einstudiert haben. Ja, die Defensivabteilung hat einfach noch nicht, kam noch nicht so viel, oder konnte sich nicht so viel in Szene setzen. Jetzt wollen wir natürlich nochmal hier den Wolz und das Silver, die eine 1,5 haben, loben, damit die auch nochmal speziell angreifen können. Auch eine gute Entscheidung gewesen anscheinend, den Wolz und den Abdullah zu installieren in diesem Spiel. Dafür den Brandi mal auf der Bank zu lassen, der eine ganz andere Form hat. Und das Spiel geht weiter. Šukalo, auch eine solide Leistung bis jetzt. Jetzt dürfen wir natürlich nicht nachlassen. Wir müssen weiterhin hier dranbleiben. Das Spiel verwalten, vielleicht nochmal Chancen nutzen. Halfa wird von Šukalo gestört, aber der kann sich durchsetzen. Wieder, das war laut, der wurde aber abgefangen, der Ball. Aygün, super gemacht von Domoschiski. Gute Leistung. Wieder. Ah, da liegt der Jovanovic auf Boden. Der findet aber wieder den Ball. Brosinski auf der rechten Seite. Gibt wieder zurück zu Da Silva. Der wieder weiter vor auf Jovanovic. Wird geblockt. Nochmal. Kommt wieder zurück zum Jovanovic. Domovschiski. Domovschiski. Schießt da drauf, aber leider daneben. Ah, super, super, super. Ich bin trotzdem sehr begeistert von unserer Mannschaft. Von den Zebras. Wir zeigen, dass wir hier gewinnen wollen. Und 0:3 gibt uns derzeit auch recht. Und natürlich auch ein bisschen Sicherheit. Brosinski setzt er sich hier vielleicht durch. Nein, wird abgefangen. Aber Šukalo ist auf dem Posten. Domoschiski reicht weiter an Jovanovic. Der wieder zurück zu Wolze. Domoschiski wieder nach vorne. Domoschiski macht ein gutes Spiel. Schöne Raumöffnung. In die Mitte zu Brosinski. Ach, aber der Ball wird abgefangen. Jetzt läuft der gegnerische Konter. Zum Glück verpufft er auch direkt. Ah, super, super. Das ist echt super hier, was hier abgeht. Endlich mal auch spielerisches Können, das hier aufblitzt. Wie zum Beispiel das Silva, der eine 1,0 hat. Domoschiski inzwischen mit einer 1,5. Jovanovic und macht sein zweites Tor. Ah, super, ist ja nicht zu glauben. Also, der Hooligan fehlt uns bis jetzt nicht. Direkt danach, quasi nach dem Abgang von Hooligan, zeigt uns Jova, was er drauf hat. Und wir wollen jetzt natürlich beim Stand von 0:4 und 2 Toren von Jovanovic. Boah, stark hier. Guck mal, die Mannschaft. Natürlich die Defensivabteilung müssen wir natürlich noch ein bisschen entlasten. Oder die haben einfach nicht so viel zu tun gehabt. Domoschiski, eine 1,0. Wo setzen wir denn mal den Kunt rein? Dann machen wir es mal so. Domoschiski wollen wir weiter drauf lassen, weil eine 1,0 ist schon herausragend. Infolgedessen kommen wir den Brose rein, raus. Und der Burakan Kunt kommt vielleicht nochmal hier zu
weiteren Spielminuten, um sich einfach mal zu zeigen, nochmal den Willen zu beweisen. Jetzt dürfen wir aber natürlich nicht hier nachlassen oder fahrig werden. Wir müssen weiterhin unsere Mannschaft voranbringen. Jetzt kommen die Einwechslungen. Bomheuer, Kunt und Bajic kommen, glaube ich. Oder ist es Lachab gewesen? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube Bajic. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das war ein Grafikbug. Guckt euch mal bitte die Mauer an. Wo steht die denn? Ja, die steht doch nicht mal im Torraum oder deckt nicht mehr das Tor ab. Ja, wie soll der Torwart dann da halten? Ist ja nicht so genau. Also wir werden quasi eines Tores hier betrogen, weil das Spiel einfach die Mauer woanders hinstellt, wo es stehen sollte. Gelb nochmal hier für Tomasov, weil er unseren guten Domoschiski ja einfach mal umstößt. Mein Gott, jetzt kriegen wir 1:4 rein, aber nach 73 Minuten könnte das schon gegessen sein. Denn unsere Mannschaft zeigt einfach eine zu herausragende Leistung, als dass wir das Spiel jetzt noch aus den Händen geben könnten. Domoschiski, eine hervorragende Leistung. Schukalo ist auch sehr gut. Kunt jetzt mit der Chance weiterzugeben. Ja, die Gegner müssen natürlich jetzt auch ein bisschen mal zeigen, dass sie auch in der Defensive gefestigt sind. Kann ja nicht sein, dass wir die total abschlachten sozusagen. Bomheuer verliert zwar den Ball, aber zum Glück ist noch der andere Spielspieler da. Wieder zurück, wo man den da zurückgeht, verstehe ich nicht. Bolze. Abdullah bleibt wieder hängen bei Laut. Der gibt weiter auf Stoppelkamp. Der hat jetzt mal die ganze rechte Seite frei. Flank für meinen Geschmack ein bisschen zu früh. Aber zum Glück wird da der gegnerische Spieler Tomasov ein wenig gestört. Jovanovic hat eine 1,5, wie man sehen kann. Hat auch zwei Tore gemacht. Herausragende Leistung. Stoppelkamp auf der rechten Seite. Abdullah jetzt wieder viel zu weit weg vom Gegner. Und ich sag's jetzt einfach mal so, oder ich rate jetzt einfach mal weiter ins Blaue. Unsere Mannschaft hat hier eine so gute Leistung gezeigt, dass wir mit 4:1 nach 86 Minuten wahrscheinlich den Sieg einfahren werden oder den Auswärtssieg. Auch wenn wir jetzt hier eine gelbe Karte wieder einheimsen für Borkan Kunt. Der hat ja schon mal eine rote Karte bekommen im DFB-Pokalspiel. Aber ich denke, der wird jetzt nicht in dem Spiel noch runterfliegen. Hoffe ich. Ja, man weiß ja nie, ne? Gut, Laut hat jetzt noch nicht gezeigt, dass er sein gutes Talent besitzt. Und Abdullah ist da, klärt den Ball. Bajic fängt den Ball nochmal ab. Kann sich hier nochmal durchsetzen. Da Silva, sehr solide Leistung auf Kunt. Der gibt wieder zu Wolze. Sehr schön mal den Raum geöffnet. Auf Wolze, auf der linken Seite zurück zu Kunt. Der wieder auf Jovanovic, der hat mal ein bisschen Raum zum Laufen. Setzt sich da auch schön durch. Und oh, da wäre es beinahe zum dritten Tor gekommen von Jovanovic. Aber der Gegner Kiral darf natürlich auch mal zeigen, was er drauf hat. Ja, 90 Minuten sind rum. Unsere Mannschaft hat 1:4 gewonnen. Unglaublicherweise konnten wir uns gegen den wesentlich stärkeren TSV 1860 München durchsetzen. Gehen natürlich jetzt nochmal in den Nachbericht. Wie wir hier sehen können, haben wir 61% Ballbesitz, haben die Gegner einfach mal überrannt. Die Tore schauen wir uns jetzt nicht an, das würde jetzt zu langwierig werden bei 5 Toren. Aber die waren auf jeden Fall schöne Tore dabei. Auch wenn sie uns ein Tor quasi geklaut haben. Oder ein Gegentor. Ja, die Wechselspieler haben keine gute Leistung gezeigt. Domoschiski, herausragende Leistung. 3 Vorlagen, deswegen auch 1,0. Da Silva hat eine super Leistung gemacht mit 1,5. Goran Šukalo auch eine sehr stabile Leistung. Ergebnisse schauen wir nochmal rein. Wir sind mit 12 Punkten und nach 4 Spielen auf Platz Nummer 2. Weiterhin vorweg Ingolstadt, die inzwischen schon wieder gewonnen haben und wieder hoch gewonnen haben. Also 14:0 Tore nach 4 Spielen ist schon unglaublich. Unglaublich, einfach unglaublich. Nicht schlecht. Hätte auch keiner jetzt getippt am Anfang der Saison vielleicht hier in diesem Let's Play. Nochmal hier die Kommentare. Ich denke, Duisburg hat verdient gewonnen, weil sie praktisch kompakt, konzentriert und lautstark gespielt haben. Ja, das war super. Wichtig ist zwar immer erst die Mannschaft, doch wir haben heute gewonnen und ich habe noch 2 Tore gemacht. Klar, super. Jovanovic, den wir installiert haben, weil unser Hooligan quasi Maurice Exlager gegangen ist und für 310.000 Euro verkauft wurde.
Es hat sich schon auf jeden Fall bewiesen oder gezeigt, dass dieser Spieler vielleicht doch noch oder mit dem Spieler man doch noch rechnen kann. Donny da Silva inzwischen schon 3 Tore. Jovanovic rückt jetzt auch mit 2 Toren ran. In der Fairplay-Wertung sind wir ja auch weiter oben. Paderborn muss hier natürlich auch mit 5 spielen. Der Tobias Kempe von Paderborn muss 5 Spiele aussetzen. Ja, hier eindeutig Valeri Domoschewski besser als der Daniel Halffer. Eindeutigst besser. Super Leistung. Hoffen wir, dass er weiter da dranbleiben kann. Und ich sag mal so, wir sehen uns gleich weiter in der Vorbereitung für das nächste Spiel.